Joachim Bischoff ist ausführlich auf die Finanz- und Wirtschaftskrisen eingegangen. Diese sind verquickt mit langfristig wirkenden Energie- und Ernährungskrisen, aber auch und insbesondere mit der Klima- und anderen Umweltkrisen. Ich möchte jetzt auf diese Verquickungen etwas näher eingehen. Ich möchte euch zunächst ein 4-Minuten-Video empfehlen, das ihr auf der Website von German Watch ansehen und runterladen könnt. Ihr seht auf dieser Folie, wie ihr euch da durchklicken solltet, um dann letztendlich die Rechnung zu bekommen. Der preisgekrönte Kurzfilm, die Rechnung, kommt allmählich auch in die Kinos und eindrucksvoller als er kann das Problem kaum erklärt werden. Unter den vorrangig von kapitalistischen Produktions- und Konsumptionsweisen hervorgebrachten Klimawandel und Krisen leiden jene am meisten, die sowieso schon am stärksten unter diesen Strukturen darben, die global ärmsten. Aber sie haben den geringsten Anteil an der globalen Erwärmung. Ich nenne noch eine Zahl. In den Industrieländern werden jährlich pro Kopf 12,6 Tonnen CO2 in die Luft gepustet. In den ärmsten Ländern sind es 0,9 Tonnen. Mit dem Hinweis auf das Video werde ich übergehen zu drei Botschaften meiner Rede, bevor ich zweitens auf den Begriff Vergeudungsökonomie näher eingehe, drittens auf einige Probleme der Krise der Vergeudungsökonomie, viertens auf Herausforderungen linker bzw. sozialistischer Politik und damit auf sozialökologischen Umbau. Das spricht gegen Exit-Strategien bzw. für völlig andere Exit-Strategien. Abschließend gebe ich einige Hinweise für den Rest des Jahres und für 2010. Zu den Botschaften. Erstens denke ich, wir sollten uns besinnen auf unseren Gründungsparteitag vom Juni 2007 und inhaltlich konzeptionell anknüpfen an die erste Konferenz unserer neuen Partei, die nicht zufälligerweise eine energiepolitische Konferenz war. Und seht euch auf dem Gründungsparteitag insbesondere nochmal die Rede von Oskar Lafontaine an. Auf unserem Gründungsparteitag haben wir klar gesagt, wir wollen die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig verbessern helfen, vorrangig die der sozial Schwächsten in unserer Gesellschaft und weltweit. Diese Lebensbedingungen sind immer zugleich durch die Verhältnisse zwischen den Menschen bedingt, insbesondere durch die Verhältnisse zwischen den Menschen im gesellschaftlichen Arbeitsprozess. Und sie sind von der Verfasstheit der Natur bestimmt, von den Stoffwechselprozessen zwischen den Menschen und der Natur. Nee, das geht schon gut, danke. Es kann daher in unserer Politik und sollte es auch nicht eine Trennung zwischen dem Sozialen und dem Ökonomischen geben. Wir wollen schließlich sowohl die Verhältnisse zwischen den Menschen als auch den Stoffwechsel so verändern helfen, dass die Menschen selbstbestimmt in Würde, im solidarischen Miteinander und in den Pakt der Natur leben können. Dazu bedarf es nun mal der grundsätzlichen Umgestaltung der Gesellschaft, ihrer ökonomischen Basis und ihrer Wechselverhältnisse mit der Natur. Und auf der Energiepolitischen Konferenz haben wir gesagt, ein Kernstück dieser Umgestaltung ist ein tiefgreifender Wandel der Energiewirtschaft, wozu es einer Binnenwende in der Energiepolitik bedarf. Zweitens, lange vorbei ist der Zeitpunkt, da es nur möglich war, relativ schmerzarm für die Bevölkerungsmehrheit im globalen Norden die Produktions- und Konsumptionsstrukturen so zu wandeln, dass zugleich gegen globale Armut, globale Erwärmung und schwindende Biodiversität wirksam vorgegangen werden kann. Aber jetzt müssen die Prioritäten verantwortungsvoller linker Politik der konsequente Kampf gegen Armut sein, gegen wachsende soziale und globale Spaltungen, die ja schließlich eine Ursache auch der Finanz- und Wirtschaftskrise sind, das sollte man ja immer mal daran erinnern,
gegen globale Erwärmung und gegen den Schwund der Biodiversität. Das heißt, Einführung arbeitsfester Mindeststandards, einseitige Initiativen seitens der Bundesrepublik und der EU in Sachen Vorleistung zur Reduzierung von CO2-Emissionen, als auch einseitige Initiativen in Sachen Hilfen für die Menschen im globalen Süden. Das heißt also eine grundlegende Umorientierung in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, eine Umorganisation und Neubewertung gesellschaftlich notwendiger Arbeit, eine drastische Umverteilung von Vermögen und Einkommen, was eben zusammengehört mit sozial-ökologischen Umbau. Drittens, das erste Quartal des 21. Jahrhunderts kann in die Geschichte eingehen, sofern es dann noch einen lesbaren gibt, als jene Zeitspanne, in der global Herrschenden und Regierenden eine menschenwürdige Zukunft verspielen konnten und die Linken versagt haben. Die im Frühjahr 2009 gestartete NATO-Strategiedebatte, der Verlauf und die Ergebnisse des Ernährungsgipfels von Rom und der Verhandlungsstand kurz vor dem Klimagipfel in Kopenhagen belegen und steigern diese Möglichkeit. Durchgreifendes Handeln ist also vernötig, was natürlich die entsprechenden Akteure voraussetzt, die das wollen und auch können. 90% der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sagten im vergangenen Jahr, dass sie in der globalen Erwärmung ein ernsthaftes Problem sehen. 61% der 2009 in Deutschland befragten Frauen und 48% der befragten Männer, man sieht die Spanne, befürchten, dass sich der Zustand der Umwelt verschlechtert. 89% der Bürgerinnen und Bürger wünschen sich von ihren Regierungen sofort Maßnahmen im Kampf gegen die Armut, also diese 89% beziehen sich wieder auf die EU. 46% wollen, dass die EU dabei Unterstützung gibt. Die große Mehrheit will wesentlich mehr Einsatz der EU im Kampf gegen globale Armut. 61% der Deutschen sind für den schnellen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Es kommt also darauf an, diese Bevölkerungsmehrheiten zu politischen Engagement zu ermutigen und tatsächlich einen politischen Richtungswechsel zu erwirken, der gerechte und solidarische Problemlösungen ermöglicht. Wir sollten also überlegen, wie das Interesse zahlreicher Bürgerinnen und Bürger politikwirksam werden kann, vernünftig und solidarisch sein zu wollen, ihr Leben und das Leben anderer sowie die Natur eben nicht zerstören zu wollen, Ressourcen nicht verbeulen zu wollen. Wie also können wirksame politische Kämpfe für sozial und ökologisch vernünftige Lebensstile, für sinnvolle und damit für existenzsichernde und ökologisch verantwortbare Arbeit organisiert werden? Damit komme ich zum Begriff Vergeudungsökonomie, der zunächst einmal nicht so schrecklich viel sagt, außer dass systematisch Ressourcen vergeudet werden. Man sollte vorsichtig sein mit solchen Begriffen wie Krise der Vergeudungswirtschaft, denn die könnte ja schließlich auch ganz gut sein, angesichts des vielleicht schon 2006 erreichten Peak Öl, der Endlichkeit der fossilen Ressourcen und der ökologischen Folgen ihrer energetischen Verwendung. Nichts prägt die Lebensstile in aller Welt so wie das Öl als Energieträger. 80% des globalen Primärenergieverbrauchs sind aus Kohle, Gas und Öl gedeckt. Das sind Konfliktressourcen. Ich werfe jetzt immer mal ein paar Beispiele für Vergeudung an die Wand. Es sind insgesamt gesehen 4 Beispiele. Ich fange hier mit dem ersten Bild an. Diese Gegenüberstellung nutzt ein Buch von Klaus Leggedi und Harald Welzer, auf das ich zum Schluss nochmal lobend und preisend eingehe. Vergeudungsökonomie wurde 1969 dank ABO zu einem Aufklärungsprojekt. In der Frankfurter Rundschau vom 23. Januar heißt es Bezug nehmend auf ein Bundestreffen unabhängiger ABO-Gruppen und republikanischer Clubs,
wofür die Initiative Republikanische Union IU ein Modell künftiger Gesellschaft vorgelegt hat. Die APO versteht unter der Vergeudungswirtschaft, und jetzt zitiere ich mal, konkret jede umfassende Verschwendung und Vergeudung wertvollster Rohstoffe und Waren, die mit voller Absicht in kapitalistischen Ländern betrieben wird. Vergeudung ist die Grundlage einer Wirtschaft, die auf Maximum von Produktion und Unternehmerprofit kommt. Der Verbraucher hat in ihr nur die Funktion des Konsums klar. Er arbeitet, um diese schnell verschleißenden Waren neu kaufen zu können. Die Vergeudungswirtschaft wird erst dann überwunden sein, wenn der Mensch in seiner Rolle als Verbraucher ein rein wirtschaftliches und damit zugleich ein eminent politisches Bewusstsein erworben hat. Selbstbewusstsein in der Wirtschaft heißt Zusammenschluss von Verbrauchern auf allen Gebieten des menschlichen Bedarfs. Zitat Ende. So zum Beispiel in Genossenschaften, die Michael Kretke im Freitag vom Mai dieses Jahres als eine Kampfform gegen die Vergeudungswirtschaft erklärt. Das IU-Papier gibt noch heute eine ganze Reihe von Anregungen, auch wenn ihm nicht so recht die Vergeudung von menschlichem Schöpfertum, von natürlichen Lebensbedingungen und von Menschen, insbesondere im globalen Süden, große Themen sind. Aber nun ja, auf jeden Fall ist es lesenswert, auch noch heute. Seit den 70er Jahren wird Vergeudungsökonomie häufig mit Wegwerfgesellschaft verbunden. Und in den 80er Jahren galt ineffiziente staatliche Vergeudungswirtschaft als Argument für neoliberale Privatisierung. Aus diesem Grunde sollte man immer sagen, wer was vergeudet. Auch im ersten Parteiprogramm der PDS von 1993 findet sich der Begriff, und ich zitiere ganz kurz nochmals, die Auseinandersetzungen zur Durchsetzung eines neuen Produktivkrafttyps werden wir dafür nutzen, soziale, demokratische und ökologische Zielvorstellungen einzubringen und zu verwirklichen. Letzten Endes muss dem Kampf zwischen Arbeit und Kapital neuer Inhalt gegeben und die kapitalistische Vergeudungswirtschaft selbst umgestaltet werden. Ulrich von Weizsäcker sprach 2006 von unserer Vergeudungswirtschaft und thematisierte damit eine anstehende Effizienzrevolution in der Energieanwendung. Auch bei Robert Kurz wird Vergeudungsökonomie mit fossilen Energieträgern und mit Prestige verbunden. Ich möchte diesen Punkt abschließend resümieren, dass die gesellschaftspolitischen Macht- und Eigentumsverhältnisse, die Produktions- und Konsumptionsstrukturen, die kapitalistischen Produktionsweisen Menschen und ihre Talente vergeuden, soziale und ökologische Lebensbedingungen zerstören. Was anders sind zum Beispiel Kinderarmut und Arbeitslosigkeit, Werbung in allen Briefkästen, Flächenversiegelung, Straßenbau, Lärmbelästigung und Umweltverschmutzung, Rüstungsproduktion und. Die Hauptverantwortlichen sowohl für die Klima- und Umweltkrisen, für die Energie- und Ernährungskrisen sind die gleichen wie die Hauptverantwortlichen für die Finanz- und Wirtschaftskrisen, für die ökologische Zerstörung. Es sind die heute herrschenden Regierungen in den kapitalistischen Metropolen und die sie tragenden Parteien, die Institutionen des globalen und europäischen Finanzkapitals, transnationalen Konzerne, Banken, Fonds und Versicherungen, das militärische Establishment mit seinen strategischen Vordenkern und seinem militärisch-industriellen Komplex. Dass sie vergeuden und vergeuden können, hat nun mal wesentlich mit uns zu tun, nämlich mit unserer Schwäche, und sollten wir uns öfters mal vergegenwärtigen. Die Regierenden sprechen gerade im Vorfeld von Kopenhagen von hinnehmbaren 2 Grad Celsius mittlerer globaler Erwärmung im Vergleich zum Vorindustrialisierungsniveau.
Klimaforscherinnen erwarten aber ausgehend von dem, was jetzt ist, einen Anstieg von 4 bis 5 Grad Celsius bis zum Ende unseres Jahrhunderts. Aber schon bei weniger als 2 Grad würden die Ökosysteme kollabieren können. Bei 4 bis 5 Grad kollabieren sie todsicher. Aber wie gesagt, bei weniger als 2 Grad kann das Klima schon kippen, wenn die Biodiversität sinkt. Und dennoch sollte man sich oder gerade deshalb vergegenwärtigen, dass selbst 2 Grad Celsius und nicht kippen des Klimas bedeuten würden, dass 20-30% des verfügbaren Wassers im Mittelmeerraum und im südlichen Afrika schwinden. 2 Grad Celsius bedeuten einen abrupten Rückgang der Ernteerträge in den Tropen, 5-10% in Afrika. Sie bedeuten, dass 40-60 Millionen Menschen in Afrika der Malaria ausgesetzt werden, dass jährlich 10 Millionen Menschen von Sturmfluten betroffen sein werden, dass 15-40% aller Arten vom Aussterben bedroht sind, insbesondere die Arktistiere. So grausam wäre selbst ein Erfolg von Kopenhagen, der ferner die Anwendung von Instrumenten vorschreiben würde, die schon versagt haben. Doch es interessiert ja in den Metropolen mehr die möglichen Klimaflüchtlinge und wie man sich dagegen schützen könnte. Die Prozesse rasen also und die global Ärmsten brauchen neben vielen anderen Hilfen, insbesondere jetzt Anpassungshilfen und Hilfen, um künftig CO2-Emissionen reduzieren zu können. Es gibt sehr vorsichtige UNO-Expertisen, danach brauchen die Entwicklungsländer bis zum Jahre 2020 für die Anpassung und für künftige Emissionsminderung jährlich 110 Milliarden Euro, wovon die EU jährlich 40 Milliarden aufbringen müsste. Auf dem jüngsten EU-Gipfel wurde ganz vage gesprochen, gegebenenfalls, wenn die anderen auch ihre entsprechenden Leistungen erbringen, 5-15 Milliarden Euro. Aus diesem Grunde auch meine Bemerkung eben zu einseitigen Vorleistungen, die gebraucht sind. Bleiben wir bei den herrschenden Produktions- und Konsumptionsstrukturen, sind die 2 Grad in spätestens 25 Jahren erreicht, ohne dass sich die Lebensbedingungen der global Ärmsten verbessert hätten. Die Emissionen durch die Industrieländer müssten also bis 2050 um 80-90% sinken. Eine entsprechende Wende müsste in den nächsten 10 Jahren erreicht werden. Aber es geht nicht nur um das Klima. Der mehrfach schon erwähnte Verlust an biologischer Vielfalt muss binnen 10 Jahren zum Stillstand kommen, wenn nicht weitere überlebenswichtige Ökosystemfunktionen massiv geschädigt werden sollen, womit dann tatsächlich eben auch das Abbruch von globaler Erwärmung kompensiert werden könnte, das nach dem Entgegenwerken gewirkt werden. Dazu gehören Trinkwasser, Boden- und Küstenschutz, Schädlingsresistenz und Züchtungsgrundlagen für Nahrungsmittel, intakte Ökosysteme, Puffern, wie gesagt, können Klimafolgen abpuffern, Geschädigte kollabieren. Wenn wir also die schon längst ablaufende Katastrophe bekämpfen helfen wollen, müssen wir 5 Imperative für wirksame linke Politik annehmen. Erstens, das gesellschaftliche Produktions-, Zirkulations- und Konsumptionssystem muss innerhalb der nächsten 10 Jahre so umstrukturiert werden, dass die Emissionen und der Ressourcenverbrauch drastisch sinken. Bis Mitte des Jahrhunderts muss die Ressourcenproduktivität verzehnfacht werden. Für die Zeit danach wäre eine Nichtwachstumswirtschaft zu realisieren. Bürgerinnen und Bürger als Akteure des Strukturwandels wären also zu gewinnen, was dennoch mit erheblichen Belastungen für sie verbunden ist. Fünftens, konsequent wären Krisen- und Konfliktprävention
sowie ziviles Krisen- und Konfliktmanagement, aktive Kriegs- und Sicherheitspolitik zu betreiben. Es geht also um wesentlich mehr als um eine technische Effizienzrevolution. Es geht um mehr als die laufenden zu hörenden Degrowth Strategies oder Carbon Economy. Linke Politik, sozialistische Politik bedeutet, darum zu ringen, dass mit diesen technischen, gebrauchsverhältnismäßigen Strukturveränderungen Machtverhältnisse verändert werden, soziale Verhältnisse so verändert werden, dass sich zunehmend eine Gesellschaft als fähig erweisen kann, soziale, ökologische und globale Probleme solidarisch zu lösen. Das verlangt in erster Linie immer an der Seite jener zu stehen, sowohl in den Gesellschaften als auch global, die am meisten Hilfe brauchen. Das bedeutet strukturelle Rückdrängung von sozial und ökologisch zerstörerischen Prozessen. Das bedeutet Selbstveränderung und Veränderung von Akteuren. Die gefährlichsten zerstörerischen Prozesse sind insbesondere auf vier zu bringen: die Produktion und Reproduktion von Armut und sozialer Ausgrenzung, darunter von Arbeitslosigkeit, von wachsenden sozialen und territorialen Spaltungen, von Prekariat, von menschlicher Diskriminierung. Zum Zweiten Natur- und Kulturzerstörung. Die Naturzerstörung war hier schon oft ein langes Thema, vor allem die globale Erwärmung, die Luft-, Wasser- und Bodenvergiftung, der Verlust an biologischer Vielfalt. Zum Dritten die Entdemokratisierung, Überwachung und Repression, Verlust an demokratischen Gestaltungs- und politischen Steuerungsmöglichkeiten, insbesondere durch die Privatisierung öffentlicher Leistungen, die Verarmung der Kommunen, Stichpunkt Haushaltsloch. Und viertens Militarisierung und Kriege, bewaffnete Konflikte und Attacken. Sie verlangsamen, stoppen, strukturell zurückdrängen, letztendlich überwinden und Entwicklungen ermöglichen, die sich zunehmend an einer Vision orientieren, in der jede und jeder selbstbestimmt in die Würde leben können, kann man nur, wenn man unentwegt Gemeinsamkeiten in den Positionen mit anderen Demokratinnen und Demokraten sucht und sie politisch zu tragen bringt. Das vielleicht als bedenkenswert, wenn es immer um die Frage geht, nach dem Alleinstellungsmerkmal. Eigentlich müsste man das beklagen und nicht danach suchen. Das Alleinstellungsmerkmal zeigt sich in der Politik und in dem eigenen Profil. Mit diesen Herausforderungen, die ich genannt habe, gerade auch verbunden mit gesellschaftlichen Veränderungen, geraten auch in den kapitalistischen Metropolen solche Fragen wie Innovationspolitik, Unternehmerinnenbildung, Forschung und Entwicklung in das Blickfeld linker Akteure. Schließlich entscheiden auch die Technologien über Ressourcenverwendung oder Vergeudung, aber insbesondere auch das Denken von Unternehmerinnen und Unternehmern, was zu tun ist. Und sie werden ebenfalls angesprochen bzw. zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzungen, wenn es um die entsprechenden Strukturveränderungen geht. Es geht aber auch um die Veränderungen individueller Lebensstile, was viel mit Kommunalpolitik und mit Regionalpolitik zu tun hat. Es geht also insbesondere gerade in den Städten, in den Wohngebieten und den Produktionsorten darum, dass Materialflüsse aus der Natur in die sehr verschiedene Wirtschaft und in die sozial gespaltene Gesellschaft hinein und aus diesem zurück möglichst ressourcenarm zu gestalten, also den Stoffwechsel der Sphären möglichst gering zu halten und dadurch den Flächen- und Ressourcenverbrauch, den Energiebedarf, das Abfall- und Verschmutzungslärmaufkommen massiv zu reduzieren. Das macht auch ökonomisch Sinn, denn viele wichtige Ressourcen haben inzwischen wieder den Fördermittelpunkt überschritten, viel Öl war im Begriff. Damit drohen ökonomische und soziale Schocks
mit unkalkulierbaren dramatischen Auswirkungen. Sollen diese verhindert werden, müssen jetzt und zugleich mit den genannten Herausforderungen Schritte in Richtung eines selbstbestimmten Lebens in Würde eingeleitet und gegangen werden im Kampf gegen Armut, soziale Ausgrenzung und soziale Spaltungen, gegen Prekariat, Prekarisierung, Demokratisierung, Repression, Militarisierung und Krieg. So, wie das auszusehen hat, beziehungsweise welche Vorschläge es dazu gibt, findet ihr in zwei Bilderchen zu Literaturempfehlungen. Das Hauptkettenglied in den Einstieg zu diesen Veränderungen ist die Demokratisierung des Staatlichen bzw. des Öffentlichen. Schließlich geht es um die Frage, in welchem Interesse Ressourcen eingesetzt oder eben vergeudet werden. Und vielfach beginnen diese Prozesse als Kämpfe gegen Privatisierung von öffentlichen Eigentum, gerade in den Kommunen. Die Demokratisierung des Staatlichen bzw. des Öffentlichen bedeutet letztendlich einen Einstieg in das System gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Genau darum geht es beim sozialökologischen Umbau. Dieser Einstieg muss jetzt begonnen werden. Und dieser Einstieg ist als ein tatsächlicher Strukturwandel sowohl der Produktions- und Konsumptionsstrukturen als auch der gesellschaftlichen Strukturen zu meistern. Sozialökologischer Umbau meint Reproduktionsfähigkeit der Menschen, der Menschheit in ihrer Ganzheit zu erlangen, also nicht der einen auf Kosten der anderen, was ja insbesondere die Umbrüche den sozialökologischen Umbau im Norden verlangt, bedeutet die Entwicklung einer solidarischen Kooperation, in der das Grundprinzip darin besteht, immer die lokalen und regionalen Ressourcen zuerst zu erschließen, um Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort in der Region zu befriedigen, bedeutet entsprechend auch eine überregionale, nationalstaatliche und internationale Arbeitsteilung zu verändern. Damit verbunden wäre eine Umbewertung von gesellschaftlich nützlicher, von gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Es würde anders auch an die Fragen der Verbindung von einfacher und komplizierter Arbeit, von Verwalten, von Mitbestimmung in den Betrieben, von Mitbestimmung in der Gesellschaft heranzugehen. Wir hätten es also wirklich zu tun mit einem gesellschaftlichen Wandel, der auch notwendig ist, wenn die Möglichkeiten erhalten bleiben sollen, dass jede und jeder selbstbestimmt in Würde, in solidarischem Miteinander und in intakter Natur leben können. Ich komme abschließend auf die angekündigten Hinweise für das Jahr 2009 und auch für das Jahr 2010. Und ich möchte insbesondere hier drei Punkte euch ans Herz legen. Einmal die Auswertung von Kopenhagen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Demo in kurzen Tagen. Diese Auswertung von Kopenhagen darf nicht einfach eine Angelegenheit der Umweltpolitikerinnen sein. Im Januar sollte sie in den Basisgruppen Thema sein und insbesondere genutzt werden für die Diskussion zu kommunalpolitischen Handlungsoptionen. Zweitens haben wir im nächsten Jahr das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und wir haben das Weltjahr der Biodiversität. Das sind zusätzliche Herausforderungen, um Kämpfe gegen Armut vor Ort und global die Aktivitäten zum Erhalt und zur Verbesserung der natürlichen Lebensbedingungen zu verbinden. Drittens, wir haben im nächsten Jahr die große Herausforderung mit der Programmdebatte und sollten da erneut bzw. neu auch insbesondere zum sozial-ökologischen Umbau diskutieren. Und vielleicht ist auch diese Programmdebatte geeignet, um sie mit einer offenen Öffentlichkeitsoffensive dergestalt zu verbinden,
dass wir Bürgerinnen und Bürger fragen, was Ihrer Meinung nach Sie am meisten daran hindert, sich sozial vernünftig, ökologisch vernünftig und solidarisch zu verhalten und was das bedeuten würde für zu unternehmenden Veränderungen, Stichwort öffentlicher Nahverkehr. So, und bei dieser Programmdebatte würde es dann eben auch um eine Rückbesinnung gehen auf einiges, was wir schon haben. Und abschließend möchte ich gerade um das Konzept des sozial-ökologischen Umbaus näher zu erklären, einfach ein Zitat von Gregor Gysi bringen, der in seinem berühmten Antwortpapier von Schröder und Blair zum sozial-ökologischen Umbau folgt. Es ist möglich und erforderlich, einen neuen Pfad wirtschaftlicher Entwicklung einzuschlagen und einen mit der Umwelt und den menschlichen Bedürfnissen vereinbarten Entwicklungsweg zu finden. Auf der Tagesordnung steht ein sozial-ökologischer Umbau, der das 21. Jahrhundert prägen muss. Drei Aspekte dieses Umbaus seien besonders hervorgehoben. Erstens der Übergang zur ökologischer Nachhaltigkeit und die damit verbundene und möglich werdende Umorientierung der Produktion von der Produktion materieller Güter hin zur Erzeugung wirklich menschlichen Reichtums. Zweitens eine globale Offensive zur Überwindung von Armut, Hunger und Unterentwicklung. Und drittens ein Aufbruch der Gleichstellung der Geschlechter in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Medien und Kultur durchsetzt. Es steht nicht weniger als der Umbau der Weltgesellschaft selbst auf der Tagesordnung. Das Aufbrechen von Herrschaftsstrukturen betrifft die Vorherrschaft der Kapitalverwertung über die Gesellschaft, das zerstörerische Herrschaftsstreben der Gesellschaft und die irdische Natur, die Herrschaft des Nordens über den Süden und die Herrschaft von Männern über Frauen. So. Damit habe ich jetzt meine Zeit um. Ja, Ende.